Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Auch wenn ich beim letzten Part am Ende gesagt habe, dass wir als nächstes uns bei den Sylphenhöhlen wiederfinden mit Yang, dem wir mit der Bratpfanne eine rüberhauen wollen. Und natürlich Excalibur wollen wir uns auch abholen. Das ist das tolle Schwert, was dabei rauskommen wird, wenn wir es geschmiedet bekommen. Ja, dieses Schwert holen wir uns natürlich gleich ab. Allerdings habe ich den Fehler gemacht, dass ich kurz zur Insel nach Mysidia gegangen bin, um zu gucken, ob es Mysidia ist. Und jetzt kommen die hier schon direkt auf mich zu und ich konnte nicht speichern. Deswegen fangen wir einfach mal hauptquestmäßig damit an und dann geht's gleich weiter da mit dem anderen Kram. Ich habe auf dich gewartet. Lass uns zum Turm der Gebete gehen. Okay, die haben schon auf uns gewartet. Das wusste ich nicht. Ich dachte, wir müssen die finden. Oh, das sieht ja toll aus. Geboren aus dem Drachenschlund, getragen von den Sternen, werden hoch am Himmel durch Licht und Dunkelheit im Traum geschlossene Gelübde erneuert. Der Mond ist in ewiges Licht gehüllt und kennt die Dunkelheit nimmermehr. Sein Strahlen bringt der Erde Segen, doch von kurzer Dauer ist die... Doch von kurzer Dauer ist die... Okay. Vielleicht von kurzer Dauer ist diese oder so? Pray now, with all your heart. Prophecy must be made reality. There is no other time but now. Behold, my children! She has heard our prayers! She is risen! The promised ship of light! The Lunar Whale! In meinen Gebeten hörte ich eine sanfte Stimme zu mir sprechen. Sie sagte: Reise zum Mond, dort wartet jemand auf euch. Zum Mond? Aber wie? Der Mondwal ist ein Schiff, das vom Mond stammt. Den Aufzeichnungen nach, die ich studiert habe, befindet sich sowohl ein Kristall für die gewöhnliche Flugkontrolle als auch einer für Raumsprünge an Bord. Mit diesem Kristall kann man zum Mond und zurückreisen. Sprecht mit ihm und er wird euch in einem Augenblick zum Mond bringen. Der Kristall für Raumsprünge. Verstanden. Yeah! Ist das ein cooles Schiff? Oh, geil, Alter. Ich will das jetzt einmal ausprobieren, bevor ich das andere mache. Mondwal. Yeah. Das totale Hightech-Schiff. Das Schlafen. Oh, hier kann man einfach schlafen. Und hier auch. Voll die coolen Stationen hier. Krass. Kannst du umsonst schlafen und musst nichts mehr bezahlen. Und ein Schokobo hat das Ding auch. Okay, ein Elektro-Schokobo, der ist ein bisschen gruselig. Tag, wie kann ich helfen? Okay, wir können die Sachen machen, die wir schon immer tun konnten. Alles klar. Wie geil ist das denn bitte? Okay. Kann man hier durch? Geht's da runter? Wahrscheinlich schon. Boah, wie riesig das auch ist. Krass.
gehe mal hier hoch. Wahrscheinlich ist hier der Kristall, mit dem wir reden können, aber ich will ja noch gar nicht eigentlich. Oder können wir mit dem reden? Ah, hier können wir fliegen. Ja. Cool. Gut, dann fliegen wir mit dem Schiff jetzt. Kann das Schiff alles? Der Mondwal. Das ist also der Mondwal. Ah ja. Können wir mit dem auch hier runter? Nee. Okay, dann brauchen wir doch das andere Schiff. Das ist ja doof. Das hier ist doch viel cooler. Wieso kann das nicht auch da runter und sich hochbohren? Das kann doch sonst alles. Ja, dann nehme ich doch das kleine andere. Wenn das so ist. Ein Schiff vom Mond? Wer könnte es gebaut haben? Ja, bestimmt Sid. Wer sonst? Okay, dann gucken wir uns hier nochmal weiter um. Ist ja viel zu spannend hier gerade auf dem Schiff. Achso, hier geht's dann raus. Ja, aber ich wollte noch weiter gucken. Ich war noch nicht rechts. Hier geht's auch raus. Okay. Gibt's hier noch mehr coole Sachen zu entdecken? Aber man kann hier schlafen, das reicht ja schon, ne? Und hier können wir dann sprechen und mit ihm nach oben. Das mache ich aber noch nicht. Da freuen wir uns noch drauf. Da gehe ich jetzt erstmal raus. Nochmal wieder kurz ins andere Schiff. Und dann düsen wir mal runter. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier unser Schwert kriegen. Dass wir jetzt endlich das Excalibur-Schwert haben. Yeah! So. Und zur Höhle der Sylphen müssen wir ja auch noch. Holen wir mal erstmal das Schwert. Wenn es denn da ist. Wenn nicht, dann gehen wir erstmal zu Yang. Yang. Ich darf seinen Namen nicht vergessen. Ich glaube, ich habe auch manchmal Kane gesagt statt Yang. Ich bin mir nicht sicher. Wehe, du klopperst da immer noch rum. Nee, ich höre ihn nicht mehr. Yeah, wir kriegen das jetzt. Wir kriegen das. Es ist vollbracht. Das geheiligte Schwert Excalibur. Möge es dir gute Dienste leisten. Excalibur erhalten. Geil. So, da kriegen wir auch eine Errungenschaft für. Du hast mir das größte Geschenk von allen gemacht. Dem Willen, wieder Großes zu schaffen. Oh, da haben wir gleich noch eine Freude gemacht. Ja, da freuen wir uns doch alle, wenn wir auch dem Kokol eine Freude gemacht haben, auch wenn wir ihn erst seit kurzem kennen. Ist er doch ein netter alter Mann, der uns einfach mal ein Schwert geschmiedet hat. Das Beste, was man kriegen kann. Und da werden wir auch direkt angegriffen, ohne dass ich mit Excalibur ausgerüstet bin. Verdammt mich. Voll gemein. Mach mal Feuerer. Die sind ja ein Klacks jetzt hier für uns. Lebt aber immer noch das Vieh. Kannst du mal irgendwie ihn aus der Versteinerung rausholen? Das finde ich irgendwie nicht so witzig. Ach, der hat Gemach. Der ist einfach nur langsamer. Ach so, ich dachte, der wäre irgendwie versteinert. Na dann. Dann hat er ja nur Gemach. Gemach. Na gut. Dann muss ich jetzt mich aufmachen zur Sylphenhöhle. Ich will nur mal wissen, ob ich alles nochmal machen muss. Weil wenn ja, dann werde ich selbstverständlich einen Cut machen, weil das ist viel zu anstrengend, da unten rumzukämpfen die ganze Zeit, bis wir bei Yang da angekommen sind. Nee, das muss nicht sein. Hier geht's zu den Beschwörbaren zurück. Das ist natürlich toll. Einen Freund haben wir ja ihr schon zurückgeholt. Das war aber noch nicht das, was ich eigentlich tun wollte. Und da war tatsächlich unten rechts noch was. Ich glaube das immer noch nicht, dass da diese Schmiede war, die ich überhaupt nicht entdeckt hatte. Da wäre ich ohne Komplettlösung echt aufgeschmissen. Kannst du mal runterkommen? Nicht? Kein Bock und so? Parken? Runterkommen? Nö? Okay. War das dann die Höhle? Irgendwo muss ich ja landen können. Nee, das muss die gewesen sein. Ich muss doch wieder zu den Sylphen. Ein Schiff vom Mond. Du musst hier runter. Du musst hier. Weh, das geht jetzt nicht, weil man das jetzt nicht mehr machen kann. Ich habe die Bratpfanne. Das muss gehen.
Okay, warum auch immer es jetzt nicht geht. Ich komme hier irgendwie nicht runter. Hier komme ich runter. War anscheinend nur der falsche Parkplatz. Gott sei Dank. Ja, ich werde mich wieder durchschlagen müssen. Deswegen speichere ich einmal, mache einen Cut und wir sehen uns gleich bei Young wieder im Haus, bei den Sylphen. Und ja, wünsche mir viel Glück, dass es nicht lange dauert. Bis gleich. So, da sind wir wieder in der Höhle der Sylphen und habe mich wieder durchgeschlagen zu unserem netten Young. Young ist dein Name, sagt ihr, werdet ihn uns nicht wegnehmen. Hier sind wir wieder. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, ob das klappt mit der Bratpfanne. Echt, das ist der Hammer. Was tust du da, Baba? Oh, ist es schon Zeit für das Training? Lasst mich noch ein wenig schlafen. Was? Cecil, Young, endlich, du hast die Augen aufgeschlagen. Das habe ich, aber ich hätte es nicht, wären nicht die Sylphen gewesen. Dank dir sind jetzt die Kanonen zerstört und ich kann jetzt wieder mit euch gehen. Nein, du brauchst noch Ruhe. Ich kann mich nicht ausruhen, während die Geschicke der Welt auf der Kippe stehen. Die Verwundeten haben nichts auf dem Schlachtfeld verloren. Mit wem habe ich die Ehre? Edge von Eplan, stärker als du und damit der ideale Ersatz. Eplan, sagst du. Dann bist du ein Ninja, aber ich muss auch mit. Mach keine Dummheiten, wir geben ihnen unseren Beistand. Hm? Dieses Mädchen ist eine Beschwörerin, nicht wahr? Dann kann sie uns rufen. Wir werden für euch kämpfen, anstelle Youngs. Wir danken euch. Rydia kann jetzt die Sylphen beschwören. Was wir nicht alles jetzt beschwören können. Ich werde mich ja so weiter auskurieren, vergebt mir bitte. Leider kann ich euch in meinem Zustand nicht beistehen, Cecil. Aber nehmt bitte das hier. Fertigkeit Treten erhalten. Fertigkeit Kraftschub erhalten. Ja, cool, wir haben jetzt seine Fähigkeiten, aber... Seid ihr wahnsinnig, ihr hättet Young umbringen können. Ihr Menschen seid Barbaren. Ihr dürft uns Young nicht wegnehmen. Wir werden Young gesund pflegen, macht euch keine Sorgen. Okay, ich dachte, Annika kommt jetzt mit. Bleibt er hier, oder was? Ja, gut, der ruht sich jetzt weiter aus. Müssen wir nicht seiner Frau dann auch nochmal Bescheid sagen? Ach, hier, guck mal, wen wir hier haben. Oh, Rydia, schön, dich hier zu treffen. Haben uns ja ewig nicht gesehen. Ja, ist eine Weile her. Bist du mit Sylph befreundet? Ja, wir haben uns so lange nicht gesehen, dass ich übernachten wollte. Das erklärt einiges. Deine Freundin in der Stadt macht sich Sorgen um dich. Du solltest besser zurückkehren. Ja, wirklich? Dann beeile ich mich lieber und komme ein anderes Mal wieder her. Hier war also die nächste Freundin. Es ist ja hochinteressant, wo die alle hier zerstreut sind. Und ich bin rausgekommen. Wieder mal einfach so. Okay. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage mit den Items, wer kriegt jetzt was? Wichtige Items. Kraftschub und Treten und dann haben wir noch... Wir hatten eigentlich noch was. Ja, genau. Ich weiß auch was. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo finde ich das? Ich muss die mal sortieren. Benutzen. Und dann irgendwo hier habe ich doch das andere. Ja, ja. Scroll dich mal hoch. Ich habe hier nicht Zwergenbrot. Edges Buch. Wo ist denn das? Da hatte ich doch noch irgendwas für MP oder LP. Somatrine. Genau. Erhöht maximale MP um 10. Na, wer soll es denn mal kriegen? Eigentlich... ist Rydia ja schon ganz gut dabei mit Zaubern und so. Ich gebe sie mal Cecil, weil der auch immer mal zwischendurch zaubert. Obwohl, der Edge könnte es auch vertragen, aber der macht es nicht so häufig. Ich gebe es mal Cecil. Ausnahmsweise. So, und dann haben wir hier die wichtigen Items. Und da könnten wir jetzt Treten lernen. Ich würde sagen, das lernt mal der Edge. Weil der soll ihn ja ersetzen sozusagen. Und Kraftschub. Ja, komm, der lernt jetzt einfach beides, der Edge. Der übernimmt jetzt halt quasi seine Fertigkeiten und ersetzt ihn. Und die Bratpfanne haben wir immer noch. Eine Bratpfanne von Youngs Frau. Können wir die benutzen? Nee, wahrscheinlich nicht. Schön, dass wir hier einfach rausgekommen sind. Ich hätte sonst einfach einen Notausgang benutzt. Ich speichere mal. Selbstverständlich. Und wie ihr seht, habe ich auch wieder
durchs Kämpfen ein bisschen was verloren. Deswegen werde ich mal kurz eine Hütte benutzen. Komm. Eine kleine kurze Hüttenpause und dann geht's weiter. Die Frage ist natürlich auch, wie toll ist jetzt unser neues Schwert? Wir haben jetzt Excalibur, das kann 92 Stärke hat das und 120 Attacke. Geil! Und das, obwohl wir eigentlich erst das Himmelsschwert gekauft hatten. Das hätte ich mir eigentlich dann auch sparen können. Hätte ich das mal gewusst. Kann jetzt jemand anderes das nehmen? Nee, er kann das nicht nehmen, ne? Schade, eigentlich. Eigentlich echt schade. Na gut. Klar werden wir angegriffen, was auch sonst. Wir kriegen aber netterweise einen Erstschlag. Das finde ich gut. Oh, macht der jetzt einen Schaden? 8000 noch was, der Hammer. Krass. Und sie mit ihrer Blitzpeitsche, da sind wir gut dabei, muss ich sagen. Meine Güte nochmal, der Sessel. Der geht jetzt ab hier wie Schmidts Katze. So, wir haben geschmiedet, wir haben uns um ihn gekümmert. Dann bleibt uns ja eigentlich nicht mehr viel, als uns um den Hauptquest zu kümmern. Das finde ich gar nicht schlecht, dann geht's voran. Hier. Ich hoffe, ich habe jetzt alles hier erledigt, was man erledigen sollte. Würde aber sagen, ja. Wo ist jetzt unser cooles Schiff? Hier da. Ab nach rechts. Das ist ja geil. Geil, geil. So, dann geht's jetzt nach oben. Zum Mond. Ich will zum Mond fliegen und ihr auch. Was sagt der Kristall? Lieber Kristall, bring uns zum Mond. Und wieder eine Errungenschaft bekommen. Versprochenes Schiff des Lichts. Und wir können jetzt hier rumcruisen. Und hier ist schon eine Höhle. Können wir hier landen? Lande mal hier oder so. Kann man das? Geht denn das jetzt? Das ist also der Mond. Wirklich ein seltsames Gefühl, hier zu sein. Ja, allerdings. Die Frage ist, kann man jetzt nur hier oben landen? Ach so, man kann oben landen. Aha, aha. Nee, ich will raus. Beziehungsweise, ich will weiter fliegen. Genau. Ja, aber wie macht man das dann? Hier ist ein Kristall. Was hat das hier zu bedeuten mit dem Kristall? Überall kann man landen, aber nicht in diesen Buchten. Wir können oben landen und die Treppen runtergehen. Dürfen uns dann nochmal ordentlich durchschlagen, wie es aussieht. Damit wir hier nach unten kommen. Hier kann man auch landen. Okay, das ist cool. Nee, ich will weiter fliegen. Ich wollte das nur ausprobieren. Man kann und man kann. Was ist das denn hier? Was ist das für ein cooler Kopf? Den will ich jetzt mal wissen, was das ist hier. Oh, die Musik hier auf dem Mond. Was ist das für ein Kopf? Und was gibt's hier für Monster? Das will ich jetzt auch mal wissen. Komm. Unser erster Kampf auf dem Mond. Gib ihn mir. Gut, ich kann das natürlich auch ablaufen, aber... Huhu! Mondgeschöpfe! Aber mit unserer Power hier, das kriegen wir bestimmt gut hin. Ey, hör auf, immer Edge anzugreifen, du blödes Ding. Ja, hab's verstanden. Ihr greift alle nacheinander an. So, einer schon mal weg. Der ist auch weg. So, und jetzt noch der letzte. Der wird jetzt wahrscheinlich wieder neue produzieren. Ach, da sind immer noch zwei. Das sind zwei. Zwei kleine Viecher. Okay, den kriegen wir auch hin. Mit Excalibur kriegen wir alles hin. Cecil ist unser stärkster Kämpfer jetzt. Ja gut, dann klapper ich das hier mal weiter ab. Ich will wieder zurück zum Schiff. Da ist nichts gewesen.
Und neue Gegner. Komm, die machen wir auch fertig. Wie wär's mit Aisra? Weiß gar nicht, ob Aisra gut ist, aber wir werden es gleich wissen. Ob das die heilt oder schwächt. Es schwächt sie. Das ist gut. So, dann immer mal drauf auf die beiden. Wieder einer weg und... Frag mich, was wir jetzt hier auch finden. Also... Auf dem Mond. Ich glaube... Nein, ich war noch nie mit Final Fantasy auf einem Mond. Das ist schon cool. Aber der Kopf, ich dachte, der Kopf bedeutet was, aber er tat es nicht. So, da geht auch eine Treppe hoch. Aber... Ah, da waren wir schon. Hier wollte ich wollte das hier ganz genau alles angucken, weil das Spiel ja doch mittlerweile tückisch genug war. Hier geht's dann runter mit einer Treppe. Okay, hier bin ich schon... Ja, nee, da ist auch noch was ich nicht angeguckt habe. Man verliert den Überblick schneller, als man denkt. Ja, hier sind überall Eingänge, ne? Aber... Hm. Hier auch. Könnte man da landen, hier oben lang gehen und da dann runter gehen, damit man da reinkommt. Okay, einen Weg habe ich schon mal gefunden. Zu einer Höhle. Aber ich würde gerne auch diese hier mal ausprobieren. Wie kriegt man denn die? Dann könnte ich hier landen und dann... darunter und hier überall rumlaufen. Das machen wir mal. Wir landen mal hier oben. Genau, genau. Und dann gehst du hier runter und das kriegen wir hin. Das ist ja Kristall. Der Kristall! Und niemand sagt was dazu. Na gut. Ach, hier komme ich gar nicht durch. Das ist ja blöd. Ach, das ist ja schade. Und da ist so ein Schwabbel-Bubble-Vieh. Immer schön kontern. So, die Multiplizierungsviecher sind schon mal weg. Schwabbelbubble, was mag Schwabbelbubble denn nicht? Wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich eher Magie. Da kommen wir auch mal mit Magie. Ja. Angriffsmagie haben wir nicht so viele. Vielleicht mal zielen einmal. Okay, das war es auch schon mit ihm. Ist gerade echt mega spannend hier auf dem Mond, muss ich sagen. Aber leider komme ich hier gar nicht weiter, wie ich dachte. Das hat nicht so viel gebracht, da zu landen. Menno. Der Mond ist nicht so einfach zu bereisen, wie man vielleicht denkt. Ich wollte jetzt eigentlich da runter gehen. Das heißt, ich muss ja von der anderen Seite kommen. Hm. Hier kann ich aber gut landen. Und da gibt es auch eine Höhle. Und wieder runter. Unseren Weg, den wir jetzt schon kennen. Hier können wir reingehen. Mondpfad, Westen. Was ist das hier Tolles? Ich weiß es nicht, aber wir werden es erforschen im nächsten Part von Final Fantasy IV auf dem Mond, Leute. Mond, 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 Mond. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon Mond gesagt habe. Wahrscheinlich noch öfters im nächsten Part. Bis dann.